was bisher geschah. Im letzten Video, dem mittlerweile dritten Teil unserer großen Frankreich-Tour, schauten wir uns ein verlassenes Haus im Wald an, welches so creepy war, dass es eigentlich direkt aus einem Horrorfilm stammen könnte. Am mittlerweile dritten Tag der Tour schauten wir uns außerdem noch eine verlassene Luxusvilla und ein weiteres Wohnhaus an. Doch was in diesem Haus noch alles zu finden war, seht ihr wie immer jetzt. Wieder übelstes zugewachsene Gelände hier. Das ist schon so ein Trampelpfad. Da drüben steht sogar noch ein altes Trampolin, sehe ich gerade. Vermutlich also auch mal eine Familie mit Kindern hier gewesen, schätze ich mal. Warum das Ganze verlassen ist, keine Ahnung. Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind immer noch auf großer Frankreich-Tour. Im Hintergrund seht ihr ein großes, verlassenes Gebäude. Das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. In dem Sinne viel Spaß mit dem Video. Jetzt anscheinend mal so einen kleinen Wintergarten. Auch nicht sonderlich groß, das ganze Teil. Direkt mal hier das Wohnzimmer, würde ich behaupten. Da hattest du mal früher einen Kamin. Da sind ein paar Wandgemälde. Und halt hier ein altes Sofa. Das ist ja geil hier. So ein vergoldeter Lampenhalter irgendwie, so an der Wand. Interessant. Die Tapete ist übrigens auch. Ja, ne? Wer es mag. Dürfte aber auch recht wohlhabend gewesen sein, die Familie, die hier gewohnt hat. Weil allein schon hier dieser Lampenhalter an der Wand, das hast du ja nicht einfach mal so zu Hause. Allein auch das Grundstück, wie groß das alles ist. Krass. Und es wird halt noch viel besser. Wenn du hier vom Wohnzimmer weitergehst. Jo, so ein kleines Bücherzimmer. Alles voller Bücher. So ein paar Sessel hier zum Lesen wahrscheinlich. Hast du eben dir deine Bücher, die du lesen wolltest, auf den Tisch gelegt. Und stundenlang gelesen. Ich sag mal, früher gab es ja eventuell noch keine Handys, keine, ja doch Fernseher wahrscheinlich schon, aber hat man sich dann irgendwie anders beschäftigt als heutzutage. Das ist noch so ein schönes altes Klavier. Sogar noch Noten aufgeschlagen. So eine Lampe hier. Ich denke mal natürlich, dass das hier für ein Motiv aufgestellt wurde. Trotz alledem heftig. Es funktioniert einwandfrei. Oh. Nur noch zwei Akkubalken. Okay, wir gehen auf Sparstufe. Hier geht's ins Treppenhaus. Hier ist einfach mal alles durchwühlt. So viel Müll und ach, leere Kartons. Warum hat man sowas? Oh, ist das geil. Mach mal kurz das Licht weg. Wie geil ist es bitte, wie das Licht hier reinknallt. Von oben. Das sieht ja so unnatürlich aus. Was ist denn da oben? Wahrscheinlich ein großes Dachfenster, ja? Weiß nicht, vielleicht findet man sogar nochmal ein Datum oder sowas. 16. Juli 2018. Das kann ja wohl jetzt nicht sein, oder? Steht auf den anderen drauf. 1985. Nur die Adresse stimmt. Gibt es hier vielleicht noch andere Briefe? Das kann doch nicht sein, 2018. 2019? Okay, jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. 2017. 1987 dazwischen dann wieder. Das Teil ist niemals 3 Jahre verlassen. Das steht ja mindestens 15 Jahre oder so leer. Allein schon, wie hier auch alles verfällt und so. Puh. Holy moly. Das ist so eine Art Abstellkammer. Oder Essensvorratskammer. Und hier dürfte wohl mal der Speiseraum gewesen sein. Und eventuell der Hinweis, warum das Teil verlassen ist. Eventuell gab es hier irgendwie einen Kaminbrand. Wenn ich mir mal hier die Tapete angucke, die Decke. Das ist ja alles
verrußt. Und riechen tut es hier drin auch irgendwie verbrannt. Also wie gesagt, eventuell durch ein Feuer alles verloren hier. Wobei es halt eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt nicht so aussieht, als könnte man das nicht irgendwie wieder sanieren. Ich meine, hier ist ja wirklich alles zurückgelassen. Salz, Pfeffer, hier die Blume. Was mich ein bisschen verwundert, ist, dass hier so ein Treppenlift angebaut ist. Unten standen auch ein paar Krücken. Also eventuell war hier jemand, der entweder nur mit Krücken laufen konnte oder eventuell vielleicht sogar im Rollstuhl saß. Dann ist es vielleicht doch wegen dem Todesfall verlassen. Ich weiß es nicht. Hier sind vermutlich die Kinder und Schlafzimmer. Oh. Ey, krass. Das ist ja wirklich noch komplett eingerichtet, ne? Der Kleiderschrank ist voll. Hier ist ein kleines Bad. Und dann so ein kleiner Schreibtisch, beziehungsweise eher schon Mal- und Basteltisch. Da liegt ja selbst der Pinsel noch auf dem Bild. Irgendwelche leeren Farbtuben hier, noch mehr Pinsel. Ich kann mir vorstellen, dass das entweder ein Kinderzimmer war oder hat halt auch jemand gelebt, der gern mal gemalt hat. Hier dann in der Ecke das Bett. Hier drüben ist nochmal ein zweites Zimmer. Oh. Okay, das hätte ich absolut nicht erwartet. Hier ist auch wieder ein Bett. Zwei Kissen sogar. Also vielleicht haben hier zwei Menschen gewohnt, beziehungsweise geschlafen. Das ist ja so krass. Mit diesen Bildern und so. Das habe ich hier in Frankreich irgendwie das Gefühl, dass in jedem Zimmer mindestens mal 10 von solchen Bildern stehen. Ich finde die total unheimlich. Ich weiß gar nicht, warum man sich sowas hinstellt. Also jetzt mal, ehrlich gesagt, lieber Bilder von der Familie oder so. Oder von einem Urlaub. Aber sowas. Hast du sogar noch eine Nähmaschine? Was ist das? Singer? Ja, kann sein. Seigneur. Das französische Singer. Wahnsinn. Weiter geht's in die anderen Räume. Ja, gut. Das war so 100% mal so ein Kinderzimmer. Steht noch ein alter Kinderwagen. Dann ein kleiner Schreibtisch. Und hier in der Ecke ist irgendwie nochmal so ein Babybett. Ja, vielleicht hat sich hier ein kleineres Kind, einen größeren Bruder oder Schwester, das Zimmer geteilt. Gibt's ja öfter mal. Ein kleines Radio gab's ja auch noch dazu. Und auch wieder diese ganzen Gemälde. Was ist das bitte für ein cooles Badezimmer? Sehr riesig. Freistehende Badewanne, so ein ganz kleines Waschbecken. Und ansonsten einfach ein leerer Raum. Beziehungsweise hier sind noch ein paar Schränke. Hier waren dann wahrscheinlich die Klamotten drin gelagert. Aber trotzdem ist es irgendwie super, super witzig. Vielleicht war es auch so ein Mix aus Bad und Ankleidezimmer oder so. Das ist irgendwie meiner Meinung nach das geilste Zimmer hier. Ich feiere sowas irgendwie, ne? So Himmelbetten, wenn du quasi in deiner eigenen Höhle bist. Okay, das feiere ich jetzt wieder nicht so. Oder so Puppen. Da hängt noch ein Affe am Fenster. Die Fenster sind auch komplett angelaufen hier und zugekackt. Und der ist auch ganz süß hier, der kleine Freund. Hm? Hast du eine Geschichte zu erzählen? Nee? Okay, schade. Hätte mich mal interessiert. War aber wohl auch ein Kinderzimmer. Weil hier ist irgendwie so ein Regal. Und ich nehme an, dass hier irgendwelche Schulunterlagen oder sowas untergebracht waren. Also wirklich alles in allem. Sehr cooles Zimmer. Wenn auch unheimlich, aber cool. Also mega. Jetzt kommen wir hier in diesen extrem hellen Bereich. Da oben mit dem Dachfenster. Und es riecht übelst nach Katzenfutter hier. Na gut, das ist jetzt auch nur noch der Dachboden. Mehr ist es nicht. Was ich sehr auffällig finde, ist, dass das Dach eigentlich noch relativ frisch ist. Also hier die Folie glänzt noch. Das sieht irgendwie nicht alt aus. Das ist ja alles Dämmmaterial. Also vielleicht hat man vor dem Verlassen oder dem Tod, ich weiß nicht, was hier passiert ist,
nochmal das Dach quasi neu gemacht. In dem Sinne würde ich sagen, sind wir mit dem Video schon wieder durch. Es war jetzt etwas kürzer als sonst, aber nächstes Video wird es auf jeden Fall nochmal richtig, richtig krank. Genau. Ja, lasst doch auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen und auf jeden Fall unterstützen. Aktiviert die Glocke, falls noch nicht klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.